wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt Tag 3 hier auf dem Campingplatz. Wir sind mal wieder beim Frühstücken, stärken uns für den Tag und dann wollen wir nämlich heute wandern. Wir haben gestern gesehen, dass die Salsa-Almbahn leider dicht ist. Und dementsprechend müssen wir einen anderen Weg hoch zu Salsa-Alm suchen. Und wir haben herausgefunden, dass man mit Auto dahin fahren kann. Nämlich wenn die Umlaufbahn dicht ist, dann darf man mit dem Auto da hochfahren. Und das wollen wir machen. Mit dem Wohnmobil soll es auch möglich sein. Und wir nehmen euch natürlich mit. Wir sind jetzt unterwegs zu Europas größter Hochalm. Da vorne sind die Dolomiten. Und zwar nennt sich das die Seisealm. Und weil wir uns gerade so in der Zwischensaison befinden, sind die Seilbahn, Gondeln geschlossen und dementsprechend fahren wir jetzt mit dem Wohnmobil da hoch. Thomas, bist du bereit? Ich bin bereit. Biegen Sie links ab. Was heißt das Schild da oben? Achso, das ist, dass man die nur von 9 bis 17 Uhr befahren kann in der Saison und da die Seilbahn jetzt aus ist, können wir da durchgehend hin. Sonst kann man nur in der Zeit vor 9 und nach 17 Uhr hochfahren. Runterfahren kann man aber immer. Nur man soll halt, wenn die Gondeln laufen, auch die Gondeln benutzen. Darum ist die Straße sonst gesperrt. Wir sind jetzt die ersten Meter hier hochgefahren. Hier ist ein Kontrollhäuschen, da sind wir einmal kurz angehalten und haben nochmal nachgefragt, ob wir definitiv hoch dürfen. Dürfen wir. Wir müssen jetzt nochmal 7 Kilometer weiter hochfahren und dort oben ist dann ein Parkplatz. Der kostet aktuell 9 Euro, wird auch da vor Ort abkassiert. Ihr dürft dann nicht übernachten, aber ihr dürft da parken. Und ich würde sagen, Motor wieder an und weiter geht's.
sind auf dem Berg. Wir machen die Puflatsch-Runde. Puflatsch. Ist doch richtig. Da sind die Dolomiten. Wir haben hier einen richtig schönen Blick auf die Dolomiten. Normalerweise ist da auch eine Hütte, aber die ist so wie die Seilbahn aktuell natürlich auch zu. Ja, wir gehen weiter. Wir haben unser Lunchpaket dabei und genießen die wunderschöne... Bei mal wieder perfektem Wetter. Sonne. Sonne. Richtig hitzig. Gefällt's dir hier? Ich finde das gerade mega. Ich fühle mich so gerade wie in so einem Norwegen-Urlaub gebeamt. Also so von der Landschaft her. Es ist gerade ähnlich. Also mir gefällt das hier gerade richtig gut. Guckt euch mal die Landschaft hier an. Also wenn man hier nicht aus dem Alltag rauskommt, wo dann? Wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir nicht in Schnee wollen. Thomas, wo sind wir jetzt gelandet? Das ist ja noch nicht kniehoch. Ist nicht kniehoch? Aber hier ist Schnee und T-Shirt und dann ist das okay. Mokli! Da hinten sind wir gerade durch den Schnee getapst. Hier ist es wieder ein bisschen besser. Teilweise ist es zwar recht matschig und ja, hier fehlen auf jeden Fall vernünftige Wanderschuhe. Hier sind ein paar Hütten. Und Thomas und Mogli sind schon da in den Wald rein. Da gehe ich jetzt mal ganz schnell hinterher. Bist du fertig? Ja. Aber es lohnt sich. Brotzeit? Brotzeit. Es ist wirklich richtig schön hier. Wir haben bestes Wetter. Es liegt überall Schnee. Wir laufen trotzdem im T-Shirt rum und ja. Wollen wir nicht einfach aussteigen und einfach hier bleiben? Hier bleiben? Einfach irgendwo in den Weinberge arbeiten oder Äpfel pflücken oder einfach gar nicht mehr zurückfahren. Jedenfalls ein paar Monate. Einfach mal ziemlich cool, ne? Eine Auszeit machen. Wäre eine Überlegung wert. Ja, wenn man das alle so sieht und mal wieder wandern geht, dann fragt man sich einfach nur, warum tut man sich den Alltag, den stressigen Alltag immer wieder an. Klar, man braucht ein bisschen was zum Überleben, aber wenn man überlegt, was für Zeit man in Arbeit steckt und wie viel Zeit, 8 Stunden, 10 Stunden Tage und das Leben kann so schön sein. Also irgendwas müssen wir zukünftig ändern. Vielleicht sollten wir wirklich mal einen Roadtrip machen. War das noch mit dem Schnee? Also, wir sind hier. Ja, mein stürmischen Moki. Aber es ist hier ziemlich tief. Der Schnee schmilzt. Und ja, seht selber. Hier wird es auf einmal ganz schön tief. Wir wollten eigentlich da vorne lang gehen. Am normalen Weg, aber das geht da so steil runter. Und da liegt auch ganz schön viel Schnee. Bevor wir danach auch. Abschließend mit unserer, mit voller Montur, kämpfen wir uns jetzt mal hier irgendwie durch. Ich lasse Johanna mal vorlaufen, weil wenn sie plötzlich wegflupst, dann drehe ich wieder um. Das ist natürlich ein Spaß. Wir gehen jetzt hier lang, das ist uns ein bisschen sicherer.
Der andere Weg wäre da unten so lang gegangen und dann seht ihr da den Pattweg da lang und das geht einfach so extrem steil runter, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen lieber hier. Das ist nicht ganz so schräg. Kommst du hinterher? Oh nein! Aber ich bin da gerade auch eingesickert. Ja, okay. Ja, die Hand, also die Kamera hält zu hoch, wenn du runter sinkst, ne? Genau. Oh, zu spät angemacht. Mucki, langsam! Das geht da steil runter. Bleib! Johanna ist auf die Schnauze gefallen, der Hund ist abgedüst. Mucki! Platz! Sitz! Bleib! 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 Nimm mal den Hund. Ja, wir gehen hier jetzt zurück. Jetzt komm, nimm den Hund. Da ist es steil. Hier geht's verdammt steil runter. Johanna fliegt auf die Schnauze und hier düst der Hund durch die Gegend. Ich glaube, das ist für unser Wohlbefinden besser, wenn wir jetzt umdrehen. Oder du drehst um, Johanna, und ich gehe weiter. Okay, du gehst nach Hause. Der überlebt wahrscheinlich als einziger von uns hier. Alter, Mucki! Irgendwie mag ich diesen Hund ja, ne? Deichselt da nicht runter! Beruhig den Hund mal! Das ist ja jetzt nicht gerade ganz ungefährlich. Setz dich auf den Hosenboden, wenn du dich nicht halten kannst, und bleib still sitzen. So, geh mal runter jetzt. Wenn du abstürzt, habe ich jedenfalls ein Beweisvideo. Ja, geh mal hinterm Zaun lang. Dann gehst du da rüber. Geh doch. Oh. Mann, ey. Also da vorne geht's einfach steil runter und wirklich steil runter. Der normale Gang geht da hinten lang, an der Seite, da sind auch schon einige lang gegangen. Nur mit dem Hund ist das, glaube ich, also wenn der das Wilde kriegt, bei Schnee rastet er ja eh immer aus. Das ist viel zu gefährlich. Das heißt, wir gehen jetzt, glaube ich, einfach mal den normalen Weg wieder zurück. So, Johanna ist wieder aus der Gefahrenzone raus. So, wohlgemerkt, es ist keine Schande, von einem Berg umzudrehen. Also das war jetzt wirklich eine Nummer zu, ja, ungewiss. Johanna hat es geschafft. So, wir drehen jetzt wieder um, denn da hinten ist der Schnee ja so bis hier hoch. Und meine Schuhe sehen aus, sieht man das, da ist überall Schnee drin. Und ich habe mich natürlich gerade richtig abgepackt. Bei Mowgli, wenn der Schnee sieht, dreht er total durch. Den kann man dann nicht halten. Und blum, 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 blum. Da lag ich da. Komm hier, komm so geschnitten. Hab eine Sonne. Platz. Wo kommt der denn her? Wo kommst du denn her? Wo ist Johanna? Such! Wartet ihr auf mich? Ich muss Fotos machen.
Thomas, wir können jetzt noch nicht weiterfahren. Warum? Müder Mogli. Wir können mit dem Fahren weiter schlafen. Meinst du?